Wir sind heute mit Frau Wilfort-Rudinska hier im Bezirksamt Reinickendorf, um den Sozialstadtrat Höhne von der SPD zu überzeugen, ein Darlehen für die Mietschulden zu geben. Die Mietschulden sind entstanden, weil der Lebensgefährte von Frau Wilfort-Rudinska lebensbedrohlich erkrankt ist. Die Mietschulden führten zu Kündigung und zu einem Räumungsurteil. Wir sind auch ganz ruhig, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall neben dem Herrn Rödel. Dann gehen Sie bitte nochmal raus und Sie machen alle vor die Tür. Sie gehen alle vor die Tür bitte. Und zwar sofort. Ein Teil der Mietschulden wurde schon zurückgezahlt. Die GSW hat angeboten, die Kündigung zurückzunehmen, wenn auch die restlichen Mietschulden bis zum 31.03. bezahlt werden. Wenn ich bezahle 2 Jahre schon diese Schulden zurück und regelmäßig Mieter, welche hat sich erhöht, das verstehe ich nicht. Das sind Beweise, wir können das langsam, nicht viel, aber langsam das zurückbezahlen. Und der Bezirk müsste eigentlich nur ein Darlehen geben und damit wäre die Obdachlosigkeit der beiden vermieden und die Wohnung gesichert. Mit Krankheit von Gideon, wir brauchen Ruhe, einfach Ruhe. Er ist Pflegebedürfnis 24 Stunden und er braucht mich. Der Sozialstaat Höhne hat sich mit verschiedenen Ausflüchten geweigert, das Darlehen zu geben. Dabei gäbe es für den Bezirk unterschiedliche Möglichkeiten. Es hat sich einfach nur gezeigt, dass er nicht will und damit billigen die Obdachlosigkeit in Kauf nimmt. Ich wünsche für den Mann, er soll einmal in solcher Situation sein oder vermerken, wie ich. Dann werden Sie vielleicht verstehen.